Ja, hallo. Ich wollte euch heute mal das Samsung Galaxy Tab Pro S vorstellen. Habe ich im Rahmen einer Insiders-Kampagne zum Testen bekommen. Und da wollen wir uns mal anschauen, wie das Tablet so funktioniert. Zeige ich euch ein bisschen die Einrichtung am Anfang. Ja, dann wollen wir mal gucken. Also geliefert wird im schönen, stabilen Karton. Das sieht schon mal wirklich nach Pro aus. Ordentlich fest. Wir haben hier die Version mit Windows 10 Pro. Und ohne LTE. Mit dabei sind dann noch das Tablet natürlich. Dann haben wir das Tastaturcover. Und den Netzstecker und das Ladegerät mit dem USB-C-Anschluss, den neuen USB-C 3.1. Und dann ist im Karton noch der Quick Start Guide, die Garantiekarte und nochmal ja, die Kurzanleitung auf Deutsch. Ja, das war auch schon alles, was mitgeliefert wird. Und dann wollen wir uns das Tablet mal angucken. Also ihr seht schon, das Tablet ist eigentlich in Schwarz. Das Ladegerät wird in Weiß geliefert. Gut, kann man jetzt schön finden oder auch nicht. Ich kann damit leben, hätte mir aber allerdings doch lieber ein schwarzes Ladegerät gewünscht. Naja, gut. Also das Tablet ist ein 12 Zoll mit Full HD Plus Auflösung. Das heißt, sind 2160 mal 1444 Pixel. Ist ein super AMOLED-Display, also wirklich sehr schön, gestochen scharf. Ist wirklich aus allen Blickwinkeln sehr gut zu sehen. So, das Tablet wiegt ungefähr 700 Gramm, 693, um genau zu sein. Wir haben 4 GB RAM-Speicher drin und eine 128 GB SSD-Karte. Davon sind ungefähr knapp 90 GB bleiben da frei, der Rest geht für Windows 10 drauf. Ja, was haben wir noch? NFC ist dabei, Bluetooth 4.1, GPS haben wir an Bord, dann WLAN haben wir 2,4 GHz und auch 5 GHz. Das war mir schon mal sehr wichtig, weil bei vielen ist das 2,4 GHz Netz schon so belegt, dass man da gerne auch das 5 GHz Netz hat. Ja, gut. Dann gucken wir uns das mal nochmal an den Seiten an. Also Anschlüsse haben wir relativ wenig. Da kommen wir auch schon mal zum Nachteil. Wir haben eigentlich nur hier den Klinkeanschluss für Kopfhörer oder Boxen und den USB-C-Ladeanschluss. Dann haben wir hier die Boxen an beiden Seiten. Der Ton ist auch relativ gut. Hier haben wir die Home-Taste oben links und oben dann noch den An- und Ausschalter. Und die Wippe für die Lautstärke. Also es macht einen wirklich sehr hochwertigen Eindruck. Liegt gut in der Hand. Hier unten haben wir noch die Magnetanschlüsse für das Tastaturcover. Und ja, dann schauen wir uns das mal kurz an. Auch sehr leicht und wirklich schön schmal. Ich finde es ein bisschen wabbelig, aber man muss sich halt dran gewöhnen. Wer was Schmales haben will, der kriegt halt so eine Tastatur. Dann haben wir hier die Magnet. Streifen sozusagen, wieder Magnetpunkte, um das Tablet anzudocken. Hier haben wir das Loch, wo die Kamera vom Tablet reinkommt. Ist auch magnetisch hier, dass es sofort anklackt. Ja, dann stecken wir das Tablet mal auf. Also ihr seht hier hinten, ist es direkt magnetisch dran. Es klippt sich so direkt rein. Und unten vorne klippt es dann auch direkt fest. Hört man wahrscheinlich. Moment. So, und er steht dann direkt fest im Tastaturcover. So, dann haben wir zwei Einstellmöglichkeiten, zwei Winkel. Das ist einmal der eine, der hohe Winkel. Und dann haben wir den Winkel noch, das ist der flache Winkel. Wobei ich sagen muss, und das habe ich wirklich in allen Rezensionen gelesen, beide Winkel sind irgendwie nicht so gut geeignet. Keiner weiß, was sich Samsung dabei gedacht hat. Also der flache Winkel ist wirklich zu tief und der hohe, der ist eindeutig zu steil. Also man muss, das ist nicht gut gelöst, sagen wir mal so.
So, dann zeige ich Ihnen noch mal ein bisschen die Einrichtung vom Tablet. Also wir haben, wie gesagt, Windows 10 Pro oder Home. Hier ist jetzt die Windows 10 Pro Version. Also klar, beim ersten Installieren geht ihr erstmal auf Update und Sicherheit, sucht nach Updates, installiert die. Dann haben wir noch, was ich sehr wichtig finde, die Samsung Updates für die Treiber und halt wie gesagt neueste Samsung Updates. Da habt ihr auch ein eigenes Programm von Samsung. Da müsst ihr hier in den Samsung Ordner in der Taskleiste gehen und dann auf Samsung Update. Da kommt dann das Samsung Update Programm und installiert euch die ganzen Treiber. Das haben auch wohl einige nicht gefunden. Das denke ich ist immer sehr wichtig, um da erstmal auf dem aktuellsten Stand zu sein. Sieht dann das Samsung Programm aus. Zeigt euch dann hier alles, was zu aktualisieren ist, an. Ihr könnt dann entweder mit One-Click alles installieren oder einzeln auswählen. Ja, wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr auf dem neuesten Stand und dann ist das Tablet auch wirklich startklar. Gut, dann starten wir mal im Browser. Wenn man ein YouTube-Video in 4K gemacht, also die Auflösung ist wirklich, wirklich hervorragend. Ist ein glasklarer Bildschirm, von allen Blickwinkeln optimal zu sehen. Also da hat Samsung wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Dieser AMOLED-Bildschirm und das AMOLED-Display ist wirklich, wirklich genial. So, dann wollte ich euch nochmal den Ton zeigen, beziehungsweise mal anhören lassen. Der ist auch wirklich völlig okay für so ein Tablet. Man muss aber halt wirklich bedenken, dass es sehr schmal ist und hat keine riesen Lautsprecher eingebaut werden können, aber ich finde den Ton völlig okay. Da habe ich schon wirklich schlechter erlebt. Ich zeige euch den mal. Auch lauter. Ja, also wirklich guter, klarer Ton. Also die Kamera wollte ich euch nochmal zeigen, die ist auch wirklich sehr gut. Geht da auch wieder auf alle Apps und geht auf Kamera. Und dann startet sie gleich. Also ihr seht schon, die holt richtig ordentlich was raus aus dem Licht. Ist schon relativ spät jetzt und recht düster draußen, aber sie macht echt gute Bilder, auf jeden Fall, muss man schon sagen. So, hier oben könnt ihr dann noch zwischen der Front und Hinterkamera hin und her schalten natürlich. Ha, hallo. Und ja. Klar, gibt es noch weitere Einstellungen, ISO, Auto, alles mögliche. Hier habt ihr auch nochmal rechts Einstellungen, wo ihr die Videoaufzeichnung einstellen könnt, mit welcher Auflösung ihr aufnehmen wollt. Ob Videostabilisierung eingestellt werden soll. Und so ein Zeugs halt. Kennt man ja. Gut, und ja, damit ich überhaupt ein bisschen mehr Anschlüsse habe, gibt es einmal den Adapter von Samsung direkt, der kostet 89 Euro. Das ist natürlich ein bisschen viel, aber ich habe mir dann eine günstige Alternative gekauft, um einfach nur vollwertige USB 3 Anschlüsse zu haben. Müsst ihr mal bei Amazon gucken, ich packe euch auch den Link unten rein. Den Adapter, den ich mir gekauft habe, der funktioniert auf jeden Fall. Der macht halt aus dem USB-C Ausgang ein USB 3.0 Hub mit drei Anschlüssen. Ich zeige euch den mal eben hier, so ein kleines Gerät. Den stecken wir dann hier ein, den USB-C Anschluss. Und so können wir dann direkt Festplatten oder Mäuse, noch eine Tastatur, wenn ihr das wollt, ja, Kartenleser, wie auch immer, alles anschließen. Ich zeige nur mal eben die Maus, weil ich lieber mit der Maus arbeite als mit so einem Trackpad. So, wird auch sofort erkannt. Mach meine Maus mal an und ja, ihr seht schon, das funktioniert optimal. Also da kriegt ihr für 10, 15 Euro wirklich eine gute Alternative und müsst nicht unbedingt das 89 Euro Teil von Samsung selbst kaufen. Ja, so, das war es dann auch schon von mir. Als Fazit kann man sagen, man bekommt schon ein wirklich sehr hochwertig verarbeitetes Gerät. Super Bildschirm mit der Auflösung und dem AMOLED-Display.
liegt gut in der Hand, sieht edel aus. Das Problem ist allerdings, der Preis von 1000 Euro, das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Hat für mich wirklich zu wenig Anschlüsse, die direkt dabei sind. Die Speicherkarte kann man leider nicht erweitern, beziehungsweise ist kein Speicherkartenslot dabei. Man hat immer nur die 128 GB internen Speicher oder aber man muss per Adapter eine Festplatte anschließen. Ich habe es gerne getestet. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.